Hallo Kinder, wollt ihr wissen, wie Kreis Industries entstanden ist? Na dann passt mal gut auf, ihr Idioten! Im Untergrundlabor, in der Kackerschwengelschlucht, hat ein dicker Mann mit Glatze Genitalien untersucht. Er forscht auch in Muskeln, Nippel und noch vieles mehr. Kein Finger reinzustecken fiel ihm schwer. Das hat man zumindest so hinterher der Versicherung erzählt. Ich sagte, Kreis, steck doch das Ding nicht in den Kloner rein. Doch Kreis sagte, nur Tiere mit Menschen schwängeln müssen sein. Er drückt auf den Knopf und von hier gibt's kein Zurück. Und so entstand Kreis Industries zum Glück. Und das war die Entstehungsgeschichte der besten Firma der Welt. Und jetzt schön liken und abonnieren, ihr Idioten. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, oh. Wow, warum liegen hier überall eingeölte Männerleichen rum, Kreis? Was machst du jetzt schon wieder? Oh, die kleine Puppe war zu klein. Ich nehme jetzt die große Puppe. Alter, warum geht's dir so schlecht? Ja, mir geht's richtig kacke. Was mit den zwei eingeölten Knaben da drüben? Warte kurz, hier, geh mal in das Geländer hier mit dem Bauch voran und beug dich mal drüber übers Geländer. Genau, drüber, ganz weit drüber beugen, soweit es geht. Ja, okay. Und, Vorsicht. So. Oh, die Strahlenkrankheit werde ich nicht mehr los. Die ist immer noch da. Irgendwas strahlt. Ich habe Essen. My glucose levels are dire. Sieht nicht gut aus, Alter. Die muss doch weggehen, die Krankheit. Kann ich nicht sagen. Aber mein Glucose-Level ist auch nicht gut. Boah, gibt es denn nicht sowas wie ein Mega-Herd, wo man 1000 Sachen auf einmal wegbrutzeln kann? Gibt's bestimmt. Wir haben ihn nur noch nicht gefunden. Anyone else? Er stimmt doch mit einem besseren Schlauch. Hungry? War doch was. Ja, stimmt. Superherd mit Superschlauch irgendwie, ne? Ja, Superherd mit Superschlauch. Ich hab hier noch so Fiolen. Muss ich nicht einfach auch nur ein bisschen Jod naschen? Erste Hilfe. Da bin ich nur strahlenresistenter. Du schläfst offensichtlich. Ach, danke für die Information. Ja, wir müssen uns weiter in die Anlage hinein verdippen. Ich habe keinen besseren Herd oder so als Bauplan jetzt hier gerade. Nee, den kannst du in der Küche, Mama, ich zeig dir das mal gleich. Hast du einen verbesserten Schlauch? Haben wir sowas irgendwo? Nee, musst du craften. Ich habe das verwendet fürs Hacking-Device. Stärkter Schlauch, wie viel brauchen wir denn? Einen, zwei? Einen, glaube ich. Ich mach mal zwei. Was war das? Ja, die so ein Funkgerät. Ich höre das auch schon die ganze Zeit. Wahrscheinlich einer der Leichen hat irgendwas dabei. Der Massageclub. So. Ich habe verstärkten Schlauch jetzt. Na, jetzt kommen wir mit. Kommen Sie mal mit, junger Mann. So, gehen wir mal hier in die Küche. Oh. Da war doch ein Herd. Ja, und hier stand... Ah ne, der geht nicht. Dann war das... Na, so ein Herd muss es auf jeden Fall sein. Da hatten wir oben nochmal irgendwo in einer anderen Cafeteria einen. Boah! Wo bin ich? Wie, wo bin ich? Was macht er? Ich wurde teleportiert. Ist deine Strahlenkrankheit so schlimm? Ja. Wird immer schlimmer. Alter, das Viech ist super aggro. Boah, was war das für ein Geräusch? So, ich leite jetzt hier nochmal meinen Speer auf und dann müssen wir halt wieder in Ebene X, ne? Wir müssen immer zurück nach Ebene X irgendwie. Immer zurück nach Ebene X. So, mein Plazenta-Stab ist geladen. Bist du bereit? Ja, aber wir haben nichts zu essen. Ich habe nichts zu essen und sterbe. Oben ist Essen. Oder geh an den Automaten. Geh an den Automaten. Ich habe jetzt gerade zwei Dinger reingemacht. Wo ist denn hier? Ja gut, Tomaten und so, aber die helfen also, nicht viel. War mal hier, ich gebe dir was. Bitte sehr. Ich koche gerade. Wo? Was? Ah.
vorsichtig gekochtes Schädlingshinterteil. Mit Liebe habe ich das gekocht. Mit ganz, ganz viel dann. Liebe. Ich habe es über meinen Lulu-Mann gestülpt und habe ganz viel Liebe in das Fleisch gepumpt. Aber der so lange wird Strom haben, ich koche lieber die zwei auch noch. Aber nicht die Herzen, ne? Nein, ich habe das, was ich gerade gefunden habe. Sag mal, gibt's sowas wie einen Mülleimer? Ich habe hier noch mal was. Auch noch kochen. Ist noch ungekocht. Was hau ich drauf? Ah, wir brauchen Wasser. Ja, das stimmt allerdings. Viel haben wir nicht mehr. Ich müsste auch noch mal was trinken. Der ist auch schon wieder leer. So. Ja, wir müssen irgendwo in der Bürodimension. Warte oder so. Noch auf die Keule und einen Abflug. Stickiger Anzug. Ja, hier drin ist halt voll warm. Dass man das aber auch nicht abstellen kann, ne? Der Herd ballert halt voll die Hitze. I was not made for Alienpflanze ballert voll die Hitze. Alles ballert voll die Hitze. Ich darf mich dem Herd nicht nähern. Ich wünschte, ich könnte die Knarre reparieren, aber es geht nicht. Kann an einer Reparaturbank verschrottet werden, aber nicht repariert werden. Zeig dir an, was du kriegst, wenn sie verschrottet wird. Ich kann die Taschenlampe separat rausarbeiten, aber sonst kriege ich ein bisschen Lack und ein bisschen Metall. Aber wir können hier keine craften, oder? Nö. I was not made for this heat. Doch, Knarre craften geht. Eine normale Pistole? Ne, Sicherheitspistole mit Taschenlampe. Ja, und das ist nur die Taschenlampe dran machen. Ja. So, let's go. Ich weiß nicht, wo wir eine bekommen. Keine Ahnung. Ist halt schon ein bisschen doof, dass man die nicht reparieren kann, weil wenn die zerschossen ist, ist sie halt weg. Ja. Stay away! Hat er gesagt, wo sein Freund wohnt? Nee. Irgendwo in den Untergrundminen. Von Jabba Gahoosh. Jabba Gahoosh, Alter. Da, wo sich die Jabbas wulsten. Ich denke mal, wir sind da, weil das Ding so macht, weißt du? Nee, das ist nur Ebene 1. Wir müssen aber hoch in die Chefetage. Wir haben jetzt eh noch voll viel. Ich meine, wir haben einmal diesen riesigen Komplex bei dem, wo die 1000 Militär-Dudes sind. Dann haben wir aber auch noch dieses andere Ding, wo wir jetzt eben gerade waren. Das ist ja riesig. Das ist einfach nur riesig. Ja, wir sollten uns vielleicht auch ein bisschen auf ein Gebiet dann einschränken erstmal, weil wir haben ja eh immer nach 2 Minuten schon die Taschen voll wieder. Oder halt irgendwann ein bisschen umsiedeln oder neu siedeln. Weißt hier du, quasi die Basis aufbauen. Ja, zumindest, dass wir irgendwo neue... Ja, hier ist halt schwerer zu verteidigen, ne? Ja, aber die Wellen, die kommen, sind halt bis jetzt auch alle ziemlich wacko, ne? Wir haben auch so viel Material. Brauchen wir das halt auch alles, ist die Frage. Irgendwann brauchen wir das ja. Bist du dir da sicher? Gefühlt haben wir einfach irgendwie auch zu viel. So, wir sind hier lang, aber sind wir schon mal hier lang? Ja. Sicher? Weil wir sind doch durch diesen Minenschacht. Aber den Bagger da oben? Oder habe ich den hier? Weiß ich nicht. Nee, den habe ich noch nie gesehen. Da hinten habe ich noch nie gesehen. Alter, den haben sie zerquetscht. Und der hat auch ganz schön abgestachelt, ne? Irgend so ein Stacheligel. So ein Nadelwerfer. Ja, der so ein... liefert die Nadeln für bei Halo, weißt du? Naja, für die Needle Gun. Wo geht's denn hier lang? Hier waren wir hier schon mal? Nee. Ach, da unten kann ich was aufhacken. Und hier kann ich eine Tür öffnen. Hier sind, Erde. Kannst du mitnehmen. Erde brauchen wir immer. Hier steht Sergeant Strunz. Oh, Sergeant Strunz hat Freunde mit. Das ist ein Sanitäter, oder? Wir müssen brennen. Er ist tot. Auch tot. Ja, der auch. Zerbrochenes Schulterlicht.
Okay. Hier ist ein Computer. Gibt es da vielleicht irgendwelche wichtigen Infos? Die Sicherheitsmanufaktur West. Nicht durch den Mund. Alter, da kommen irgendwann noch voll die krassen Viecher. Guck mal, hier ist wieder eine Energiezelle. Die können wir auch nicht bauen. Die finden wir anscheinend auch nur... Irgendwo unterwegs, ja. Irgendwo unterwegs. Take a map? Ne, brauchen wir nix. Haben wir schon. Waren wir hier jemals? Ja, hier wäre eigentlich ganz cool für eine Basis. Frage ist dann, sind denn die Gegner weg, spawnen die dann nicht mehr? Das ist halt auch so die große Frage, ne? Ja, weiß ich nicht. Hier ist Ende. Oh oh. Oh. Da ist ein Gegner da draußen. Was ist denn für einer? Oh. Oh, das, sein Kumpel hat er auch mitgebracht. Au! Boah! Das sind drei! Oh! Hinter dir! Einen hab ich. Noch einer? Das ist noch einer. Ich mag diese Menschen nicht. Oh oh, da unten müssen wir irgendwie das aufmachen. Oder stehen schon die Dudes? Willst du die nicht mitnehmen hier zum... Ah, zu Haxi. Die Herzen sind ja für irgendwas super wichtig, ne? Ich hack mal hier die Tür, aber dann gibt's gleich einen harten Fight, kann ich jetzt schon sagen. Welche Tür? Hier unten das große Tor. Wenn man da rausgeht, wo die hergekommen sind. Da sind einige Leute. Yep. Und hier war nichts mehr, oder was? Weiß ich nicht. Ah, das ist die von der anderen Seite. Ja, stimmt, das ist eine Abkürzung. Wo wir uns da mal hochgeschlichen haben. Alright, bereit? Das ist einfach nur die große Halle, da waren wir schon dran. Mit dem Kran, wo der Typ aus dem Kran mit uns geredet hat, oder nicht? Das kann gut sein, ja. Aber da geht's auch irgendwie weiter, oder? Ich weiß nicht. Office Sektor. Oh, wow, renn! Wir können ja eigentlich auch uns den Gabelstaplerwagen noch holen, ne? Vielleicht sind wir damit schneller unterwegs. Da braucht ihr eine Energiezelle. Wir haben ja jetzt Energiezellen, ich habe sogar eine dabei. Sprengen sich da unten übelst den Wolf weg. Ja. Guck mal, hier gibt's auch irgendwann Abkürzungen. Da wird irgendwas benötigt. Guck mal, das ist so ein riesen... Was ist das, ein Zug? Wie bei dem einen Ding, da braucht man auch so ein Glasfaser-Ding irgendwie. Ja. Ich habe halt jetzt überhaupt gar keine Orientierung, wo wir weiter müssen. War mal J. Der Tunnel zur Oberfläche ist blockiert. Frake kann mir möglicherweise verraten, wie ich hier rauskomme, wenn ich ihn finden kann. Manufaktur West, Bürosektor. Unbekannter Standort. Ich habe halt keine Ahnung, wo Frake unterwegs ist. Einfach nur Manufaktur West, oder was? Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Das steht da auf der Karte. War das eine Knarre? Oh Gott. Alter, wenn wir sie mit Netz killen, kriegen wir geileres Zeug. Echt? Six Shelter! Keine Netze mehr. Da liegt eine Knarre. Ich hab eine Knarre. Pistole? Ja. Ich hab eine Maschinenpistole. Ja, nice. Boah, du brauchst aber Genauigkeit 10 für. Ich hab das fast schon. Ich hab Genauigkeit 10 gleich. Ah ne, Nachladen 10. Genauigkeit 8 hab ich. Dann können wir die noch nicht benutzen. Zumindest im Moment nicht. Okay, warte mal, da hinten ging's ja auch noch weiter. Hier sind wir aber noch nie runtergegangen, ne? Hast du Spritzen dabei? Eine. So, was gegessen? Hier waren wir noch nicht.
Ne, sind wir vorhin ja auch nicht weitergegangen. Und da links war die Tür zu. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich da oben ins Büro rein. Oh Mann, Alter, guck dir diesen riesen Komplex an. Ja. Was ist das hier? Irgendwas hämmert doch. Warte. Alter, was hält der aus? Und unser Mate kommt. Du löst mir. Ja. Boah, die Waffe ist kaputt. Ja. Ja. Boah, Alter, was für eine Armee. Au. Ich bin fast tot. Gott, Alter. Lebst du noch? Ja, ein bisschen. Alter, der unten hält ja alles aus. Ich glaube, der hat ewiges Leben. Boah. Ey, die fressen aber auch richtig böse Munition. Liegt hier unten alles. Hier liegt voll viel. Plötzlich ein Shooter geworden. Ja, aber irgendwas haben die ja hier ultra hart beschützt. Guck mal hier. Ja, guck mal, da ist eine Maschine. Was ist das? Können wir das irgendwann zum Laufen kriegen? It won't budge, hä? Ornet Crate. Hier ist so ein Loot Crate. Won't budge. Was heißt it won't budge? Wir brauchen wahrscheinlich einen Schlüssel oder sowas. Hier wäre auch ein geiler Spot für eine Base, ne? Ja, ich sehe aber keine Steckdosen. Doch, hier. Doch, hier unten war irgendwo eine. Boah, wir sind wieder so weit von zu Hause weg. Oh, guck mal. Yo! Wir haben einen Gabelstapler. Da hinten rennt, glaube ich, was Großes rum. Schießt da jemand die ganze Zeit? Ja, guck mal. In so einem Führerhaus. Da oben ist ein Sniper drin, ob wir den kalt machen können. Wo ist der drin? In so einem Türmchen, komm mal mit. Warte mal kurz, lass mal eben hier eine Runde spritzen, oder? Also Heilspritzen. Weil du siehst ich bin richtig schlecht ich aus. Bin richtig am Arsch. Und ich bin jetzt müde. Ich gehe mal hier unten auf die Bretsche. Also ein Militär. Soll man vielleicht auch mal hochheben, so ein Militärding. Vielleicht gibt das irgendwas. Ach so, ja, das könnte sein. Nö. Was kaputt macht? Militärbett tolerierbar. Ist das der Bequemlichkeitsgrad? Ja, wahrscheinlich. Ist eine Toilette, falls du kacken musst? Vendale! Oh. Oh, jetzt bist du beim Kacken! Ja! Au! Ja. Ja, Mann, nicht mal in Ruhe scheißen lassen kann. Reloading. Ja. Boah, der eine ist down, ne? Ja. Alter, wie kann der so viel aushalten? Au! Boah, was war das? Der Sniper oder was? Ja, der hockt da oben in dem Führerhaus. Na, den wollte ich irgendwie killen. Hier liegen noch Erbsen. Wollte ich sehen. Vielleicht kann ich ihn. Das ist ein Wasserspender.
Ich kann ihn nur zwischendurch benetzen ein bisschen. Warte, ich komm. Steche ich ihn ab. Mit deinem Hammer ist er kaputt. Au! Alter, kein Judo! Boah. Mein Hammer ist nicht kaputt, aber auch nicht mehr so geil. Hier habe ich nochmal ein bisschen Militärzeug. Kochtopf. Pfannen. Brecheisen. Aber das Brecheisen war eigentlich auch für einen Larry, ne? Mit dem konnte man ja auch nichts machen. Jetzt wieder eine... Guck mal, eine Power Socket ist hier drüben. Ich frage mich, wo geht's hier hin? Ja gut, wir mussten den Scharfschützen jetzt besiegen, um hier überhaupt lang zu kommen, ne? Naja, der ist weg. Aber da könnten automatische Geschütze oder sowas noch sein. Und da steht noch einer um die Ecke. Scharfschütze, Achtung! Sniper, habe ich jetzt die Info bekommen. War das gerade kein echter oder was? Wow! Alter! Alter! Ich kann dich nicht mal wieder bewegen. Nee, der hat mir einen Headshot gegeben, mir ist das Hirn rausgeflogen. Oh mein Gott, ja, ich bin daheim. Oh. Er macht Judo, aber ich habe ihn noch getötet. Shit. Oh, und hier liegt das ganze gute Zeug rum. Ich bin unterwegs. Aber musst du jetzt nicht mit dem Auto erst fahren und so? Ja, klar, ich muss jetzt mit dem Zug und alles zu dir hin. Muss ja, jetzt nee, durchhalten. So lange schaffe ich, glaube ich, nicht. Da blute ich ja easy aus hier. Und du bist am Verbluten? Ja, ja. Hast du keine Bandagen? Nein, nein, ich blute aus. Also ach so, du bist tot. Ah ja, dann ja, los, dann stirb und treffen uns. Descende. Reparier alles. Geht's zum Train. Boah, die Gegend ist halt echt hardcore, ne? Wo sind denn so Metallplatten? Oben, aber ich muss mir auch teilnehmen. Oben. Bei Bauzeugs 2. Perhaps I'm getting a little too endothermic. Alter, der hat mir so einen Headshot gegeben, dass mein ganzer Kram ist auch kaputt. Du bist komplett zerfetzt worden. Ich habe keine Ahnung, dass die so wild sind, die Boys. Perhaps I'm getting a little too endothermic. Nö, kann man nicht reparieren, so eine Knarre. Perhaps I'm getting a little too endothermic. Chemiezeug, so. Boah, ich habe eh gar keine Munition auch mehr groß. Warte, ich muss eben meinen Hammer noch kurz aufladen. Der lädt unten, ich wollte nur, vergiss nicht, dich auch zu waschen und sowas alles, ne? So, ja. Oh, nice. So, ich hol schon mal die Tram. Der Tram inbound. Der Arnold Schwarzen Trammer. Arnold Schwarzen Trammer. Look at my tram. It's very big. Sie sind gestern mit der Tram. Ich wette, wir können irgendwann, wenn wir noch ein bisschen weiterkommen, die andere Richtung befahren von der Tram. Ich wette, es schließt sich irgendwie, weil da drüben sieht es so ein bisschen aus. Na, da ist ja auch dieser atomare Goo und alles. Ich wette, das schließt sich dann. Naja, irgendwann ist das Circle of Tram, ja, ja. Von dem der Ausgang weg ist nur, ne? Den Donaldus, ne? Irgendwann hast du den Tram Donaldus. So, wo bist denn du jetzt? Tram. Achso, er ist schon an der Tram. Chemiezeugs, da packe ich mal noch hier die Teströhrchen rein. Und... Ihr habt noch ein paar Spritzen in dem einen Büroschrank drin gehabt, ne? Ich habe jetzt 3 Heilspritzen und 3... Da waren aber auch noch welche drin, da kannst du auch noch mitnehmen.
Es ist aber 19 Uhr. Bist du sicher, dass du jetzt losfahren willst? Weil es wird dann dunkel, ne? Na, noch 2 Stunden. Ich will nur die Leiche holen. Wenn nicht, verscharren wir uns in irgendeiner Ecke. Ich meine, es ist ja kein Angriff gemeldet auf unsere Basis. Es gibt immer einen Angriff auf eine Basis. Irgendeine Basis wird in unserer Welt immer geschändet. Sie haben 16 Millionen Tage in diesem Bunkerkomplex überlebt. Sie haben in dritter Generation in diesem Bunkerkomplex überlebt. Was wollen Sie Ihren Nachkommen sagen? Haben wir irgendwo eine Abkürzung da hinten hin? Wer läuft hier schon wieder rum? Na, die spawnen wieder. Wieder Zeit. Das ist ja das Ekelhafte daran. Schon ziemlich kacke, ja. Ja, deswegen will ich auch nicht so viel Zeit verstreichen, weil ich hoffe halt, dass da irgendwo dann die Abkürzung entsteht. Ich habe jetzt keinen Bock, dass die ganzen Sniper-Dudes alles wieder da sind, weißt du? Ja. Die Schreie in der Ferne von Leuten, die ihr Gehaltscheck bekommen. Das sind Monat keine Schreie. Und dann realisieren, das was so wenig. Das sind die Geräusche einer erfolgreichen Forschung. Das sind die Geräusche einer erfolgreichen Karriere bei Kreis Industries. Ich habe genug Bewerbungen. Weißt du, wenn nur für 10% von den Leuten, die aus Spaß schreiben, also ich würde da anheuern, wenn nur 10% von denen das wirklich ernst meinen, hätte ich genug Mitarbeiter, um einen Weltkonzern aus dem Boden zu stampfen. Oh, da ist schon wieder so ein Dude. Der ist schon wieder da, er hat seine Knarre verloren. Ich habe auch noch eine im Sack. Oh, ich bin ja nicht mehr so weit davon entfernt, die verwenden zu dürfen. Ja, ja. Oben Sniper drin, ne. Ich muss halt auch mal irgendwann auf Pistole oder so umsteigen. Ja, oder Armbrust ist auch ziemlich stark. Ja. Ja, Pistole kannst du auch, klar, aber ist auch eine gute Levelwaffe. So. So. Oh, hier liegt ein richtiges Messer. Aber muss ich irgendwas für wegwerfen? Damit kann man geile Sachen machen. Kannst du auch heben. Ja. Wir haben noch eins zu Hause sogar. Aber richtige Messer sind gut. Frage ist halt, sind wir hier überhaupt richtig am Ende des Tages? Also ich fühle mich richtig. Ich fühle mich richtig, Brian. Ich fühle mich richtig. Noch ein Herz. Ich habe aber keinen Platz mehr für Herzen. Ich habe schon 4 Stück nach Hause geliefert vorhin. Na, im Moment haben wir auch erstmal genug. Und so viele Herzen. Ja, aber du merkst zum Beispiel dieses Kleinzeug hier in den Kisten und so, das ist halt auch teilweise wichtig für dieses ganze andere Kleinzeug, was wir herstellen, ne? Diese Stofffetzen zum Beispiel, da kann man halt Netze machen und so. Ja, klar, man muss den Circle circlen, ne? Wo bist du denn jetzt lang? Oh oh. Hier. Ah, da. Hier muss es doch irgendwann mal eine Abkürzung geben. Fizzbang gibt's hier. Hier geht's runter, aber nicht mehr hoch. Ja. Ich hab eine neue Stufe der Stärke erreicht. Hier hat noch einer von denen rum. Ah, da waren wir vorhin auf der anderen Seite. Ja, ja. Das heißt, wir müssen da runter wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Da hinten ist auch das Symbol unserer Basis. Also wir nähern uns auch irgendwie der Basis. Komm näher an die Basis ran. Na, Genauigkeit habe ich gleich wieder gelevelt und Nachladen habe ich auch gleich wieder gelevelt. Ich komme der Waffe näher. Wenn du laden musst, ist noch was zu laden. Thirsty. Nee, geht. Ah, das ist die Szene aus dem Trailer hier. Genau die Stelle. Ja, ne? Stimmt. Ja, ja, Intro-Ding. Ja, ja, ja. Die sahen irgendwie besser ausgerüstet aus. Als wir? Ja. Jetzt musst du nur hier runterkommen, ohne dich zu verkrüppeln. Au, hab ich nicht geschafft. Okay, ich leuchte.
Genauigkeit. Guck mal, das ist auch wieder hier so ein Basisspot. Ah ja, stimmt, stimmt. Auch wieder ein guter Basisspot, ne? Ja, hier waren wir schon mal. I perceive a distinct lack of snacks. Und hier hinten ist das Symbol von der Werkbank unserer Basis. Wie weit sind wir jetzt von der Werkbank entfernt? Auch gar nicht mehr so weit. Ah! Ja, aber wo geht's dann weiter? Okay, das ist jetzt also quasi die Abkürzung. Dann gehen wir mal mit unserem Kram nach Hause. Ja, aber war da hinten denn irgendwo dann ein Weg, wo es weiterging? Ich habe nämlich gar nichts gesehen. Vielleicht haben wir jetzt den rechten Bürokomplex durch und kriegen dann, wenn wir den anderen, wenn wir diesen Typen finden. Ja, das kann sein, ne? Ja. Ferner Garten, flache Hügel, Manufaktur West. Ja, da blinkt's auf jeden Fall. Das ist halt so eine riesige K-Industrie-Anlage. Ich hab schon wieder so einen trockenen Maul. Was haben wir immer noch nichts? Nee, nichts Neues. Ah, sip of water would suffice. Das ist auch so ein trocken, so ein Pappmaul, so ein kleines, ne? Ja, na gut, aber ein bisschen habe ich ja dabei. Kleinen Zip. Oh, sind wir daheim. Da sind wir daheim. Jo, und die Folge ist auch wieder rum, Leute. Unsere Pflanzen verrecken alle. Kacke, wir brauchen ja dafür auch Wasser, ey. Und dann auch noch gutes Wasser, das ist das Problem. Na, vielleicht müssen wir einfach Brunnenwasser kochen, ganz viel. Das dauert ewig. Ja, aber, ne, besser haben als brauchen, sagt man ja immer fein, ne? Das ist leider wahr. Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, irgendwas brutzelt da drin. Ich hab mir was brutzeln lassen. Tja!